schaffen. Ich kann nur gut. Ist ja jetzt nicht so, als wenn wir jetzt 34 Meter wieder entfernt wären von diesem Drecksturm. Ich bin aber trotzdem noch gut drauf, also keine Sorge. Aber es ist halt schon ein bisschen fragwürdig alles. So. Ihr habt auch gemerkt, ich habe es auch einfach zur Kenntnis genommen. Das ist manchmal auch nicht das Verkehrteste. Das ist einfach mal hinzunehmen. So. Wieso hat er das nicht gemacht einfach? Zeichensymbol T3. Jupp. Gut, hätten wir wieder warten können, theoretisch, mit dem Adlersinn. Ehemals Adlerauge. Da oben. Nein. Da unten. Nein. Hier vorne. Da drüben. Ah, sag ich doch. Hatte doch recht, von Anfang an. Das Buch in Besitz nehmen. Jupp. Hepp. Gut, 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 gut. Ah, das wäre eine gute Stelle, um einen Soldaten zu vergiften. Aber hier ist leider kein Soldat. Also holen wir einfach nur das Buch. Und lassen den lieben Gott einen guten Mann sein. Ah, das wird nicht funktionieren. Das habe ich mir fast gedacht. Aber nur fast. Ah, ah, passt. Was Aesops Fabeln von Sokrates, dem Fußballer. So, wie hieß der? Sokrates Papastadopoulos oder so hieß der. Also ganz einfacher Name, kann man auch gut schreiben. Den schreibt man einfach so, wie man spricht quasi. Also haben wir schon das Bauwerk. Ha! Das haben wir ja schon in unserem Besitz. So, jetzt muss ich mir das andere Ende der Stadt. Oh, ich habe sogar zwei Fragmente entdeckt. Vielleicht ist das der südliche Kaiserbezirk. Hm, könnte das sein? Wer weiß, wer weiß. Wo ist die Sophia? Ich sehe sie nicht, tut mir leid. Ah, nee. Hä? Was bin ich denn für ein Blindfisch, sag mal? Vielleicht dürfen wir das erstmal gar nicht machen. Vielleicht müssen wir mit der normalen Story fortfahren. Ich sehe es nicht, tut mir leid. Ich sehe sie einfach nicht. Aber auf der Karte wird sie mir angezeigt. Das ist alles äußerst mysteriös, muss ich sagen. Hm. Na gut, Fragmente. Sind ja gerade in der Nähe, in die Ecke, quasi. Da unten wird so angezeigt. Ich habe, glaube ich, echt irgendwas auf den Augen, also. Also jetzt gerade nicht, aber wenn ich die Karte wieder aufrufe, dann wieder. Es kommt und geht. Das ist wie bei dem Typ bei der Soldat James Ryan. Neben dessen Ohr eine deutsche Granate explodiert ist und er hört nicht mehr so gut. Und er sagt dann immer, es kommt und geht. Also nicht immer, aber er sagt dann, es kommt und geht. Also immer sagt er es nicht, er hat es eigentlich nur einmal gesagt, aber es kommt und geht halt. So. Man kann es halt auch nichts machen in dem Moment. Ups, jetzt hätte ich fast einen fatalen Fehler begangen. So, oh, noch 5 Stück, Leute. Leute. Ich schaue mir übrigens in letzter Zeit wieder des Öfteren diverse Videos zu sinnlos im Weltraum an. Also kann ich sehr empfehlen, wenn man so Sachen wie Lord of the Veto so mag. Das ist schon extrem erheiternd. Doch, muss man so sagen.
Wie ich darauf komme, weiß ich jetzt nicht, aber ich wollte es euch einfach mal gesagt haben. So, ich will ja meine Hobbys auch mit euch teilen, ein Stück weit. Zum Beispiel, ja, Videospiele spielen. Oh, das war, okay, das war nicht so, das, was ich wollte eigentlich, aber gut. Ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Oh, die Templer greifen Bursa an. Kann sein, dass sie öfters die gleichen Städte angreifen? Kommt einem fast so vor, ne? So. Danke. Das war jetzt ganz wichtig. Upsi, ich möchte da bitte. Hört auf! Was ist denn los mit euch? Was mir los ist, ich will hier hoch, verdammt. Du kannst ja auch hochklettern, mir das scheiß Fragment holen, du Assi. Hi, ui. nochmal irgendwo hochklettern. Da ist doch was Hohes. Okay, da kommen wir nicht so ohne weiteres hoch. Sehr viele Seilrutschen, aber keine Wache weit und breit. Das ist echt traurig. Sophia in die... Also jetzt müsste ich eigentlich nur geradeaus gucken auf der Karte. Und dann müsste ich die Sophia sehen. In ihrer gesamten Schö... Ach, da unten! Alter, okay. Wow, ich habe überall geguckt, durch die Ecke. Wahrscheinlich habe ich die Karte die ganze Zeit irgendwie so gehabt, dass ich es einfach nicht sehen konnte. Okay, cool. Ja. Das kennen wir noch aus Brotherhood, da war es ja auch teilweise so, dass man ja quasi an den Rand der Stadt musste. Lass mich bitte mal alle durch jetzt hier. Was ist denn in den gefahren? Wieso hinterfragen die eigentlich so viel? Wieso könnte ich einfach mal akzeptieren? Ups, dass der Ezio. Oh, ich muss mal rechnen. Warten mal. Der Ezio müsste jetzt sein. Okay, Templar Assassin, der bald schon die Faust, glaube ich. 41, 52. Also er müsste sein zwischen 52 und 55 jetzt gerade. Ich würde jetzt einfach mal sagen, er ist jetzt 53. Was soll das denn alles? Ich bin jetzt sicher, ob jetzt in... Also in welchem Jahr wir jetzt genau sind. Ob in 1511 oder 1513 oder 12. Ich würde sagen 12 oder 13. Also er ist entweder 53 oder 54. So. Habe ich so viel Atem verschwendet für... Weiß ich nicht. Unnötige... Dinge. Krass, wie schnell das geht, wie schnell die auf die Stadt verteidigen. Das ist wahrscheinlich einfach nur so ein einziger Templer, der die Stadt so angreift. Weiß ich nicht. Alles egal, im Endeffekt wird sie angegriffen und unsere Assassinen, Entschuldigung, ich bin irgendwie im Geiste schon bei Rogue, unsere Assassinen müssen die halt verteidigen. Das ist halt einfach so. Da gibt's auch nichts zu hinterfragen, wo wir gerade schon beim Thema waren. Wow. Oh. Ich brauche noch einen nicht nur einen, sondern mehrere Pfeilhagel. Aber die wird's bald geben, Leute. Die wird's bald geben. So war ich hier sitze. Diese Pfeilhagel wird's bald geben. Okay, die Sicht ist ein bisschen eingeschränkt. Ah, okay. Ja. Ich wäre gern in einen Heuballen gesprungen. Fandom, ich bin mit meinen Erledigungen im Rückstand. Ich werde euch bezahlen, wenn ihr mir helft. Ja, okay, wenn das so ist. So. Boah, ist so weit. Wie gesagt, der Ezio ist über 50 und muss noch diese Kacke hier machen. Also muss er nicht. Ich meine, Geld haben wir genug, aber... Wir sind eine gute Seele. Wir. Also wir sind quasi Legion. Kann man sagen. So. Nur ob Legion eine gute Seele ist, weiß ich jetzt nicht, aber wir sind es auf jeden Fall. Weil er macht einfach nichts. Er macht einfach nichts, der Typ. Der könnte einfach so helfen oder wenigstens uns irgendwie antreiben oder anspornen oder motivieren. Nee, er steht einfach nur da und macht einfach nichts.
Da könnt schon mal hierher gehen und die Sachen, die da jetzt stehen, warum auch immer sie da jetzt stehen, irgendwie was mit denen machen. Aber nein, er steht einfach da. Ja doch, der zählt irgendwas ab. Ich glaube, der liest einfach seine Handfläche ab. Ah, die Janitscharen, die treten jetzt vermehrt in der Stadt auf. Doch. Die wissen, dass sich hier irgend so ein komischer Typ aus Italien aufhält. Und irgendwelche komischen Dinge tut. Ich habe gerade statt 51 gelesen bei meiner Anzeige. Dann war mich ein bisschen erschrocken. Weil die Zeit rennt ja bei dem Spiel sowieso. Aber da wäre sie einfach so noch mehr gerannt. Da wäre sie einfach um 20 Minuten mehr gerannt als, ja, das wäre schon heftig. Also, 20 Minuten sind schon viel eigentlich. Er kommt nicht mal jetzt hierher, ne? Er bleibt einfach da stehen. Er bleibt einfach da stehen. Mein Dank. Hier. Gute Arbeit soll auch entlohnt werden. Ja, klar. 500. Also wenn wir das umrechnen würden in Euro, es wären jetzt, ich weiß nicht, wie viel Euro das jetzt wären, umgerechnet. Aber wenn das jetzt 500 Euro wären, dann würde ich den Job auch machen. So, das wäre schon cool. Ich reise aber jetzt nicht nach Kappadokien, oder? Weil das möchte ich erstmal nicht tun, weil da habe ich auch so ein bisschen Bammel vor. Na gut, da wäre wahrscheinlich nur eine Warnung gekommen oder so. Jetzt mal, das ist ja Hauptmission, das ist ja keine Sophia-Mission, kann man doch kriegen. Ich muss gerade an Wolfgang Petersens Der Sturm denken. Ein Hinweis, der Polo-Brüder führte Ezio zum Mädchenturm. Durchsuchen Sie den Turm, aber seien Sie vorsichtig. Beschaffen Sie den Masyaf-Schlüssel, ohne ins Wasser zu fallen. Ah, den Leuchtturm noch einen Masyaf-Schlüssel durchsuchen. So ein bisschen Licht wäre jetzt cool. Oh, was ist denn hier? Einen Weg in die unteren Kammern des Turms finden. Also ich kann mich hier dran erinnern, das ist mal wieder kein gutes Zeichen. Vielleicht verwechsel das jetzt mit einer Mission aus dem zweiten Teil oder Brotherhood, das weiß ich jetzt nicht. Da gab es eine Kackmission mit ziemlich viel Wasser. Und hier ist ziemlich viel Wasser, nur ob es eine Kackmission ist, das weiß ich nicht. Also, dass es mir gerade ein bisschen kalt ist. Die unterirdische, mein Gott. Ah, das ist mit den Schaltern. Allerdings habe ich keine Zeit. Also jetzt schon kurz, aber... Okay, jetzt hier. Komm, gib Gas. Ah, sehr geil. Dann können wir nämlich den nächsten Meisterassassinen erwählen, wie auch immer. Upsi. Sehr geil, dass uns die Zeit angezeigt wird. Ist echt gut. Ich hasse das nämlich, wenn es einfach so... Ja, wenn man einfach dieses Geräusch die ganze Zeit hört, von so einer, wie so eine tickende Uhr quasi. Und ich aber nicht weiß, wie viel Zeit man jetzt wirklich hat. Man kann es zwar grob dann trotzdem abschätzen, aber es ist trotzdem nicht dasselbe.
Ja. Ich will jetzt sagen, ich muss da dran springen, ich habe aber Angst. Weil das sieht für mich nicht so aus, als wenn man das jetzt... Ah, okay. Ja, das ist auch alles noch ganz gut. Ich meine, wir wissen alle, dass ich ins Wasser fallen werde. Das ist einfach kein Geheimnis, also... Also brauche ich mich gar nicht groß bemühen, aber ich bemühe mich trotzdem. Der Wille soll dann trotzdem wieder da sein, irgendwo. Problem ist mir, dass es halt so arschdunkel ist. Mein Fernseher ist immer so dunkel eingestellt, das wisst ihr aber ja schon. Und wenn die Sonne reinstrahlt, dann macht es das nicht wirklich besser. Aber Jalousien runter machen oder Bildschirm heller einstellen, das wäre halt also Dinge, die sind halt einfach zu einfach. Also, das kann man dann auch nicht jetzt von mir verlangen unbedingt. Ist das hier richtig? Ich hoffe, es ist doch stark. Oh, das war schon extrem knapp. Ich glaube, das ist einfach falsch, was ich hier mache, oder? Fuck! Nee, ich würde sagen, das ist falsch. Oder? Boah, ich muss echt die Jalousien runter machen. Das ist einfach zu dunkel. Ah, hier hoch, okay. Ja, okay. Nee, Leute, das bringt nichts. Ich, warte, bis der Count abgelaufen ist. So. Ich mach kurz die Jalousien runter, weil ich sehe sonst einfach viel zu wenig. Bis gleich. So Leute, es ist zwar jetzt extrem dunkel, aber ich sehe dafür extrem viel. Okay. Ja, sehr gut. Muss eigentlich nur geradeaus. Ah, sehr cool. Boah, ist ganz angenehm, wenn man auch mal was sieht, ne? Das ist nämlich das Problem bei mir, weil, das habt ihr vielleicht schon mal gemerkt, dass ich manchmal in so dunklen Gefilden mich so ein bisschen merkwürdig bewege und verhalte. Das liegt einfach daran, dass ich einfach kaum was sehe. Ist aber egal, wo ich den Fernseher in meinem Wohnzimmer platziere, es wird immer so sein, dass das Bild im Endeffekt, ja, wegen der Sonne irgendwie beeinträchtigt wird. Sei es jetzt wegen der Sonneneinstrahlung direkt oder wegen den Wänden oder wegen irgendwelchen Blu-ray-Hüllen, die reflektieren oder was weiß ich. Es ist eigentlich vollkommen egal, wo ich den Fernseher hinstelle. Geht das? Ich mach nochmal neu. Ich mach's nochmal neu. Scheiß drauf.